spiele ja nicht mit der Bild-Zeitung. Es ist ja relativ selten. Aber ich habe eben auch keine Hemmungen ihnen gegenüber. Ich versuche, meine Politik zu machen und sie so aufzuarbeiten, dass sie auch mal einen Platz hat in der Bild-Zeitung. Warum nicht? Die Bild-Zeitung ist schon ein Stück, wenn ich das mal so sagen darf, Art direkter Demokratie, weil sie halt die Politik sehr heftig jeden Tag auch emotional angeht. Es gibt bei uns manche, die glauben, man könnte irgendwie mit der Zeitung zusammenarbeiten. Man kann mit keiner Zeitung zusammenarbeiten. Das verletzt das Selbstverständnis und mit der Bild schon mal gar nicht. Am Tag, als Deutschland sich von seinem Bundespräsidenten verabschiedet, sagt Bild endgültig Goodbye zu seinen Bildmädchen auf Seite 1. Am Weltfrauentag 2012 geschieht Historisches. Es heißt Abschied nehmen. Das nackte Mädchen verschwindet von der Titelseite. Chefredakteur Kai Diekmann sucht das Bild für das allerletzte Seite 1-Girl aus. Kai Diekmann und seine Zeitung wollen anständiger werden. Die baren Busen gehen undercover aufs Hinterteil der Bild. Und via Smartphone ist nur eine keusche Variante zu bewundern. Eine Art Schüttelgirl. Auch in ihrem 60. Lebensjahr ist Bild noch immer keine Dame. Sie wird mal geliebt, oft begehrt und manchmal auch geschmäht, wegen ihrer schlechten Manieren. Jede Nacht werden 3 Millionen Exemplare gedruckt und, so der Verlag, von 12 Millionen Menschen gelesen. Macht Bild nur Geld oder auch Meinung? Macht sie Politik oder gar Politiker? Wie mächtig ist die Bild-Zeitung? Es geht auch nicht um Macht oder keine Macht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht der beliebteste Chefredakteur Deutschlands bin. Das will ich aber auch gar nicht. Und ich glaube, man ist auch hier auf dem Platz des Bildchefredakteurs falsch, wenn man allseits beliebt sein will, wenn man everybody's darling sein will. Dann darf man nicht Bildchefredakteur sein. Seit gut 10 Jahren regiert Kai Diekmann die Bild-Zeitung als Chefredakteur. Er möchte weg vom Schmuddel-Image, in die Mitte der Gesellschaft rücken. Er will geachtet werden. Bild ist Diekmann und Diekmann ein Chefredakteur, der gern alles unter Kontrolle hat. Nur wenige Schlagzeilen gehen ohne seine Begutachtung in den Druck. Bei der redaktionellen Arbeit gewährt uns Bild keine Einblicke mit der Kamera. Betriebsgeheimnis. Die Boulevardzeitung ist bis heute das kommerzielle Flaggschiff der Springer AG. Mehr denn je will Bild auch in der hohen Politik eine gewichtige Stimme sein, die im politischen Berlin gehört wird. Wer wissen will, wie Bild tickt, fragt am besten einen, der mal dabei war. Bela Anda wechselte einst die Seiten. Von Bild ins Kanzleramt. Für seinen neuen Chef Gerhard Schröder galt damals, zum Regieren brauche er nur Bild, Bams und Glotze. Eine riskante Taktik. In der Zeit, als ich bei Bild war damals, 6,5 Jahre lang, hatten wir ein geflügeltes Wort, das hieß, wer sich in Bild begibt, kommt darin um. Und das soll nicht heißen, dass im wallraffschen Sinne jeder fertig gemacht wird, der dort Interviews gibt, sondern es soll bedeuten, dass niemand anmaßen sollte, diesen Tiger zu reiten, eben Bild zu beeinflussen oder für sich komplett zu vereinnahmen. Aber niemand lässt sich gern vom Tiger fressen. Schon gar nicht kampflos. Ja, es gibt ja einen legendären Satz von Herrn Döpfner. Mit der Bild-Zeitung fährt man im Aufzug hoch, aber auch wieder runter. Und das ist natürlich schon ein brutaler Machtanspruch. Claudia Roth, selbst nicht ohne Machtanspruch, beobachtet Bild. Und Bild sie. Auch jetzt wieder, wenn sie grüne Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl 2013 werden will. Der Aufzugvergleich des Springer-Chefs Matthias Döpfner weckt bei ihr ganz persönlich eine unangenehme Erinnerung. Eines Tages kommst du ins Büro, siehst die Bild-Zeitung und siehst einen Riesenbericht über dich. Du siehst 2 Fotos von mir, von einem ehemaligen Lebenspartner, von Freunden und denkst, um Gottes Willen, was steht denn da? Das stimmt ja vorne und hinten nicht. Ich habe es zigmal gelesen. Ich habe die Dimension da noch gar nicht erkannt, wenn ich da in den Zusammenhang gestellt werde von Amigo und Affäre. Und
Plötzlich denke ich mir, ich bin mittendrin in einem Wahnsinn, für den ich nichts kann und der mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Also erstmal war es eine sehr irreale Erfahrung. Der Vorwurf war hart und politisch hochbrisant. Volker Schäfer, der ehemalige Lebensgefährte von Claudia Roth, habe mit ihrer Hilfe einen Auftrag eines Bundesamtes erhalten. Amigo-Affäre, titelte Bild auf Seite 1. In Wahrheit kannten sich beide zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe noch gar nicht. Mich hat ein Bildredakteur angerufen, hat gefragt, ob ich ungerechtfertigt an einen Bundesauftrag gekommen wäre bei einer Bundesbehörde. Und ich habe ihm gesagt, dass das erstens nicht der Fall sei, dass auch keine Empfehlung von grüner Seite passiert sei. Er hat aber gleichwohl wieder besseren Wissens seinen Artikel geschrieben, wobei er mit ein oder zwei Telefonanrufen sich von der Richtigkeit sofort hätte überzeugen können. Ich kann mich erinnern, es war in Nordrhein-Westfalen, da war ein Wahlkampfauftritt. Und ich stand auf der Bühne und ich bin dann von unten beschimpft worden. Amigo, Amigo. Und plötzlich höre ich Amigo, Amigo und denke, um Gottes Willen, das sind Bild-Zeitungsleser. Diese Geschichte setzt sich fort und ich werde für etwas beschimpft, beschuldigt, was nichts, aber auch überhaupt keinen Hintergrund hat. Und dann habe ich mir gedacht, das geht nicht. Da muss man sich dagegen wehren. Da gab es durchaus Gespräche, wo auch Kollegen oder politische Freunde gesagt haben, pass bloß auf, was du da machst, das kannst du, hinterher wird dir das heimgezahlt werden. Es gehört auch ein Stückchen Mut dazu, gegen die Bild-Zeitung zu agieren. Und wenn sie irgendetwas gar nicht möchte, dann sind es so riesengroße Gegendarstellungen. Und ich bin ganz froh, dass wir das gemacht haben. Als die mitgekriegt haben, ich würde juristisch gegen sie vorgehen, kam das Angebot, ach, wir machen eine Home-Story, zwei Seiten Home-Story, aber keine Gegendarstellung. Oder wir machen ein Exklusiv-Interview, wenn ich keine Gegendarstellung verlangen würde. Und das hat mich dann erst recht zu der Einsicht gebracht, so geht's ja nun nicht. Ich mache ja nicht einen dreckigen Deal, damit ich eine Home-Story kriege. Das mache ich nicht. Nein, wir gehen juristisch dagegen vor. Also, das war dann... Ich habe es leider nicht mehr im Original, aber so war das dann. Wir haben bei dieser Gegendarstellung auch die Größe uns eingeklagt. Also es musste genauso groß sein wie die Amigo-Affäre. So haben sie es aufgemacht. Sie haben dann doch nicht davon abgesehen, die Gegendarstellung mit Schweinen zu garnieren und mit Ekelkunst zu garnieren. Da haben sie sich wahrscheinlich dann was dabei gedacht. Ich habe mich natürlich über den Satz gefreut, den wir eingeklagt haben. Frau Roth und Herr Schäfer haben recht. Punkt. Die Redaktion. Das heißt, die Redaktion hatte nicht recht. Und das war der Sieg über die Unwahrheit. Ich zitiere die Bild-Zeitung. Gregor Gysi kennt keine Berührungsängste. Für ihn gehört Bild zum politischen Alltag. Unvermeidlich und manchmal auch nützlich. Ende 2004 muss er sich einer Gefäßoperation am Gehirn unterziehen. Mitten im Wahljahr 2005 fragte Bild nun, ob er fit genug für den anstehenden Bundestagswahlkampf sei. Gysi erlaubt einer Bild-Reporterin, ganz allgemein mit seinem Arzt in der Berliner Charité zu sprechen. Mehr nicht. Und kann das Ergebnis kaum fassen. Natürlich hat sie keine Fotos gehabt, auch nicht von meinem Gehirn. Und das war dann ihre Erfindung, dass sie gesagt haben, wir bilden mein Gehirn ab. Und dann behaupten wir, Gysi wollte, dass wir dieses Gehirn den Leserinnen und Lesern zeigen, was Unsinn ist. Und das ging mir zu weit, das war ja auch nicht nötig. Sie hätten ja das einfach machen können, was verabredet war, aber sie mussten zwei Erfindungen dazu packen. Erstens, angeblich mein Gehirn vorne zu zeigen, da haben sie irgendein Gehirnfoto genommen. Und zum Zweiten noch zu behaupten, dass ich das gewollt hätte. Und das ärgerte mich besonders, weil ich bin ja nicht krank, dass ich jetzt anfange, den Leserinnen und Lesern mein Gehirn zu zeigen. Und deshalb habe ich gesagt, nee, das lasse ich mir nicht bieten. Wessen Gehirn auf der Bildseite prangte, bleibt bis heute strittig. Gysi setzte aber eine ganzseitige Gegendarstellung gegen die Behauptung durch, er habe der Veröffentlichung des Fotos zugestimmt. Macht die Bild-Zeitung Politiker und vernichtet sie? Naja, in erster Linie macht sie Politik. Und zu diesem Zwecke macht sie auch Politiker und baut sie auch ab. Es sei denn, man hat eine Eigenständigkeit dagegen entwickelt, wie ich. Mich haben sie nicht gemacht, aber sie haben natürlich versucht, mich loszuwerden. Und das ist ihnen nicht gelungen. Und irgendwann finden sie sich auch damit ab, dass das nicht gelingt. Aber das fällt ihnen schwer. Vor unangenehmen Schlagzeilen hatte er sich sicher gefühlt.
Hans-Olaf Henkel, einst Chef des mächtigen Bundesverbandes der deutschen Industrie, war sogar einmal selbst als Vorstandschef der Springer AG im Gespräch. Lange Zeit konnte er seine meinungsstarken Kolumnen in Bild prominent platzieren. Nun wird er plötzlich selbst platziert. Ein Foto mit Frau und Schwägerin. Hinter diesen Schlagzeilen vermutet er eine persönliche Vergeltungsaktion. Ich bin überhaupt nicht gekränkt, ich bin wütend. Ich bin wirklich wütend, weil eben auch meine Familie angegriffen wurde. Mir haben einige Kollegen von Herrn Diekmann erzählt, dass sie so einen Angriff auf eine Person noch nicht erlebt haben. Nicht, dass der so schlimm war, sondern er war grundlos. Normalerweise gibt es ja Gründe. Also habe ich denn jetzt Steuern hinterzogen oder habe ich mich an einer Sekretärin vergriffen oder irgendwas Schlimmes gemacht? Ja, es hat seine Ursache oder seinen Anfang wahrscheinlich darin, dass Herr Diekmann irgendwann mal der Meinung war, ich hätte etwas über ihn erzählt, was ihn gekränkt hat. Bild zieht 2008 von Hamburg nach Berlin. Weg von den Kaufmannseliten hin zu den Machteliten. Die Bundeskanzlerin allerdings lässt sich nicht gern vereinnahmen. Die Bild-Sommerparty ist zwar Pflichttermin, aber zu ihrem Privatleben hat Bild keinen Zugang. Angela Merkel hält Distanz. Anders war es bei Helmut Kohl. Diekmann verehrt ihn bis heute und war sein Trauzeuge bei dessen zweiter Ehe. Und Kohl war Diekmanns Trauzeuge. Auch seine Zeitung will Kai Diekmann auf Augenhöhe mit den Mächtigen bringen. Einige glauben, das sei bereits gelungen. Sie ist natürlich vor allen Dingen mit der Seite 2, mit dem Kommentar und der aktuellen Berichterstattung, was die Bild-Zeitung eben als besonders aktuell empfindet, schon ein Leitorgan, das die Politik sehr stark mitprägt. Wirtschaftsforum in Davos. Kai Diekmann will ganz oben mitspielen bei den Global Players. Für den Bildchef ist dies hier mehr als eine Dienstreise. Alle Veranstaltungen dieser Art hier in Davos, dass man einfach die Chance hat, unabhängig davon, dass wir heute großartig kommunizieren mit Facebook, mit Twitter und allen anderen Möglichkeiten, sich einfach persönlich zu treffen und persönlich miteinander zu reden. Und das ist die Idee von Davos und die funktioniert hervorragend. Viel Medienprominenz, darunter auch Freunde des Hauses Springer. Es geht um Freundschaften, um Beziehungen, um Kontakte zu halten. Aber es ist ein Mix aus geschäftlich und privat. Der umstrittene ehemalige Chef des Finanzdienstleisters AWD ist zugleich Großspender der Bildaktion Ein Herz für Kinder. Während viele deutsche Medien die dubiosen Praktiken des AWD thematisierten, bei Bild fand sich keine kritische Schlagzeile. Kai Diekmann hält Hof. Alles für den guten Zweck. Mehr als 14 Millionen wurden 2011 gespendet. Bild und Springer wollen soziale Verantwortung beweisen. So zeigen die Prominenten ein Herz für Kinder und für Bild. Und wenn sie viele Leute treffen, um zu helfen, dann ist es genau richtig. Ne? Ich glaube, die Bild hat sich, das ist meine persönliche Meinung, in den letzten Jahren gewandelt. Das ist nicht die Bild von vor 20 Jahren. Bild ist für mich eine Boulevardzeitung, die mich sehr gut informiert und amüsiert. Michael Mronz ist ein Glücksfall für Guido Westerwelle. Bild behandelt den Außenminister freundlich. Auch als andere Medien kritisch über die gemeinsamen Reisen berichten. Das mag auch damit zusammenhängen, dass Mronz Vorstand bei Ein Herz für Kinder ist. Meine sehr verehrten Damen, wird, wer hier mitmacht, im Blatt geschont? Nein, das trifft überhaupt nicht zu. Ganz im Gegenteil, ich wundere mich auch immer wieder, dass gerade Leute, die wir mitunter sehr hart angefasst haben, zu Ein Herz für Kinder kommen. Qualitätscheck in der Druckerei. Wenn Bild den Qualitätscheck für Politiker macht, kann das Ergebnis bitter sein. Denn hier kommt alles auf den Prüfstand. Privates ist nicht immer privat, sondern Privates kann auch hochpolitisch sein. Und in diesem Kontext muss man immer gucken, wo ist diese Grenze zu ziehen.
Ja. Er zog die Grenze am Frühstückstisch. Damals war die Welt noch in Ordnung. Christiane und Christian Wolff lassen die Medien bis in die Küche vor. Als die Ehe zerbricht, droht ihm ein Imageproblem. Konservativ, christlich und in eine andere Frau verliebt. Für einen Unionspolitiker eine schwierige Situation. Bild hilft mit freundlichen Schlagzeilen. Der Ton ist gesetzt, die Trennung vollzogen. Die Medien spielen mit bei der Inszenierung des jungen Glücks. Wie haben Sie denn rausgefunden, wo wir immer Sonntag spazieren gehen? Ich bin ganz verblüfft. Vor solchen privaten Einblicken warnt Medienanwalt Christian Schert seine Mandanten. Darunter Spitzenpolitiker und Prominente, die Bild gern mal in Versuchung führen will. Mit schönen Home-Stories. Ich halte es für einen Riesenfehler von Politikern, die Privatsphäre offenzulegen. Und die Politiker, die das gemacht haben, haben nicht selten einen hohen Preis gezahlt, weil die Gerichte in Deutschland sagen, derjenige, der seine Privatsphäre öffnet, hat dann keinen Schutz mehr in dem Bereich. Wolff war mit Bild im Aufzug nach oben gefahren. 2010 wird er Bundespräsident und sonnt sich im Glanz des neuen Amtes. In seiner neuen Rolle wollte er Abstand vom Boulevard. War er vielleicht ein Bild-Aussteiger? Ich glaube, sein Fehler bestand darin, dass er die Bild-Zeitung nicht mehr wollte, nachdem er vorher mit ihr gut zusammengearbeitet hat, weil er dachte, dass er wirklich Bundespräsident ist. Das heißt, dass er ganz oben steht und sich das leisten kann. Und die Bild-Zeitung wollte ihm beweisen, dass er sich diesbezüglich irrt. In diesen Kampf sind wir hineingeraten. Der ehemalige Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, Wolfgang Storz, analysierte für die gewerkschaftsnahe Otto-Brenner-Stiftung die Bild-Zeitung. Er weiß um ihren Umgang mit Prominenten. Ich denke, dass Bild immer bei Prominenten, mit denen sie zusammenarbeiten, immer zwei Schubladen haben. Auf einer steht Hosianna und auf der einen steht Kreuzigt ihn. Und beide Schubladen sind gefüllt. Und das wird dann nach Kriterien umgeschaltet, die für mich von außen nicht einsehbar sind. Als Wolffs geplante erste Afghanistan-Reise aus Sicherheitsgründen ausfällt, verspricht Bild nicht darüber zu berichten. Im Gegenzug will die Redaktion aber bei der nachgeholten Reise dabei sein. Es kommt anders. Am 16. Oktober sehen die Bild-Redakteure Wolff in Afghanistan, allerdings im Fernsehen. Kein Bild-Fotograf ist dabei, kein Bild-Reporter. Keine Hochglanzbilder, kein exklusiver Zugang. Im Springer-Hochhaus ist man aufgebracht, berichten Insider. Waren die Irritationen um die Reise der wahre Grund für den Bruch? Hatte die Bild zu Wolff schon lange etwas in der zweiten Schublade? Unsere erste schriftliche Frage, Anfrage an das Bundespräsidialamt und an den Bundespräsidenten persönlich, datiert aus dem Dezember 2010. Also gerade mal 6 Monate, nachdem Christian Wolff Bundespräsident war, lange bevor es irgendwelche Ärgernisse gab über irgendwelche Reisen, auf die wir nicht mitgenommen worden sind. Und auch zu diesem Zeitpunkt haben wir bereits voll recherchiert. Nach den Ärgernissen recherchieren Reporter für Bild ab November 2011 offensiv in Großburg-Wedel, in Nachbarsgarten und beim Verkäufer des neuen Wolffhauses. Der Skandal ist nicht mehr aufzuhalten. Während seiner Reise in den Nahen Osten erreichen Wolff die Anfragen von Bild zu seinem Hauskauf, finanziert von der Frau seines Unternehmerfreundes. Empört greift er zum Hörer und spricht Diekmann auf den Anrufbeantworter. Wolff will die geplante Veröffentlichung verhindern. Er droht Springer wörtlich mit dem endgültigen Bruch, gar mit Krieg. Bei Bild herrscht Hochstimmung, so erinnern sich Redaktionsmitglieder. Dieser Anruf, so glaubt man, kann Wolff zu Fall bringen. Denn Bild versteht ihn als Angriff auf die Pressefreiheit. Trotzdem veröffentlicht Diekmann nichts. Die Abschrift wandert in seinen Tresor. Wir haben uns hier sehr ausführlich mit der Unterlage, mit dem Text beschäftigt. Meine Sorge war, und die Sorge wurde auch von Kollegen in der Redaktion geteilt, dass wenn wir jetzt diesen Text veröffentlichen, diesen Anruf, die Diskussion, die Debatte darüber, Bundespräsident, Verhältnis zu Bild, wie geht er mit uns und die, im Raum stehenden Drohungen, überlagern würde die Recherchen und die Debatte um den Kredit.
Wenige Tage später klingelt bei Kai Diekmann das Telefon. Der Bundespräsident entschuldigt sich. Diekmann nimmt an. Viele Kollegen hier, auch hier in der Redaktion, haben das seinerzeit kritisiert und gesagt, du kannst das zwar als Privatmann, diese Entschuldigung, annehmen, aber nicht für die Zeitung. Der Inhalt des Wulff-Anrufs wird gezielt an andere Medien weitergegeben. Und viele spielen mit. Das beobachtete auch der Chef des renommierten kritischen Bildblogs im Internet. Wenn die das exklusiv haben, quasi auf dem Silbertablett geliefert vom Bundespräsidenten, dann müssten die damit aufmachen. Und was macht Bild? Bild macht quasi das exakte Gegenteil und fängt an, das an andere Leute zu streuen und anderen Leuten quasi die Story zu überlassen. Dafür kann Bild aber natürlich jetzt so tun, als sei sie das seriöse Blatt, während die anderen alle mit Dreck schmeißen. Aber Bild hat erreicht, was Jahre zuvor undenkbar war. Ein Großteil der Hauptstadtpresse kooperiert mit dem Boulevardblatt. Alle Medien recherchieren jetzt mit. Alle gegen Wulff. Am Ende enthüllt Bild, dass ein Filmproduzent hier auf Sylt eine Hotelrechnung für Wulff beglich, die dieser angeblich zurückzahlte. Wegen des Verdachts der Vorteilsnahme ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. Tags darauf verkündet Wulff den Rücktritt. Es waren Bildrecherchen, die letztlich zum Sturz des deutschen Staatsoberhaupts führten. Na gut, die Eierpartie hat ein Ende. Zum ersten Mal würde ich jetzt die Bild-Zeitung kaufen, aufgrund der aktuellen Situation. Ja, in dem Fall, denke ich mal, hat die Bild was angestoßen, auf dessen Zug alle möglichen anderen Medien auch aufgesprungen sind, was ja am Anfang vielleicht nicht verkehrt war, aber es ging dann ein bisschen weit. Jeder Politiker weiß, wenn er sich mit der Bild anlegt, dann riskiert er, aus dem Amt zu fliegen. Enthüllungen sind auch sein Geschäft. Günter Wallraff mag sich mit Bild auch nach 35 Jahren nicht versöhnen. Damals hatte er sich bei Bild eingeschlichen, um die Methoden des Blattes aufzudecken. Nachdem er aufflog, wurden seine Telefonate vom Bundesnachrichtendienst abgehört und direkt in die Bild-Redaktion Köln umgeleitet. Immerhin, die Springer AG und Kai Diekmann bemühen sich seit 2011 ernsthaft, die Schuldigen zu finden, bislang erfolglos. Von der Rechercheleistung der Bild in der Wulff-Affäre ist der Journalist durchaus beeindruckt. Aber er bleibt kritisch gegenüber dem Stil des Blatts. Bild ist geschickter, sich bestimmten Zeitströmungen anzupassen. Aber sie sind immer noch diejenigen, die einen unheimlichen Verstärker haben, die Stimmungen anheizen, hysterisieren und dann immer wieder Einzelne auch sich ins Visier nehmen, aufbauen oder auch Weitwund schießen und dann den Meuteinstinkt auslösen. Das ist in Deutschland hochentwickelt. Wenn einige zum Abschuss freigegeben sind, dann meinen andere, jetzt müssen sie den Fangschuss geben. Und dann hechelt alles hinterher. Und da gibt es auch keine Differenzierung mehr und keine Gegenmeinung mehr. Ja? Bild ist in der Lage, Kampagnen zu machen. Und die Bild-Zeitung ist sehr gut verdrahtet mit ihrem Chefredakteur in andere Redaktionen hinein. Insofern kann sie schon Themen anstoßen und entsprechende Taktzahlen auch vorgeben. Menschen unterstützen, Politiker unterstützen oder sie auch massiv unter Druck setzen. Bild macht nicht nur Politik, sondern auch Politiker. Sucht Helden. Karl Theodor zu Guttenberg scheint wie gemacht für diese Rolle. Alle haben sich immer über um dieses Wort Krieg herumgedrückt. Und K.T. Guttenberg ist derjenige gewesen, der dieses Wort Krieg als erster sehr bewusst in den Mund genommen hat. Er ist jemand gewesen, der auch aus einem Instinkt, aus einem Bauchgefühl heraus Politik gemacht hat und insbesondere in der Politik von Mittlung, glaube ich, viele Menschen tatsächlich auch wieder für Politik begeistern konnte. Selten haben Bildleser so hymnische Titel über einen deutschen Minister gelesen. Bild zeigt den Verteidigungsminister in Top Gun-Pose. Der Leser bekommt sogar eine 3D-Brille als Zugabe. Und selbst für allerhöchste Ämter wird er ins Spiel gebracht. Was Bild mit zu Guttenberg vorhatte, glaubt Hans-Olaf Henkel zu wissen. Mir erzählte man, dass Herr Diekmann und Herr Blome wohl beide gemeinschaftlich über lange Zeit daran gearbeitet haben, dem deutschen Volk Herrn zu Guttenberg als potenziellen Kanzlerkandidaten zu präsentieren.
Über zu Guttenberg hatte die Bild-Familie einen exklusiven Zugang zur Macht. In der Gorch-Fock-Affäre scheint er der Bild-Familie näher als dem Parlament. Und muss sich massiver Kritik der Abgeordneten stellen. Denn 5 Tage zuvor hatten sie vergeblich von ihm verlangt, über personelle Konsequenzen nach dem Tod einer Matrosin zu sprechen. Am selben Abend aber, in seinem Dienstwagen, entschied er, der Kapitän wird abgesetzt. An zu Guttenbergs Seite, wie stolz berichtet wurde, der Chefredakteur der Bild am Sonntag. Da war überhaupt kein Abstand mehr. Das war wie das offizielle Presseorgan des Bundesverteidigungsministers. So geht's doch nicht. Zurücktreten muss er wegen seiner abgeschriebenen Doktorarbeit. Bild hält trotzdem zu ihm. Und bastelt auch Monate später an seinem Image. Da lebt zu Guttenberg längst in den USA. Bild und zu Guttenberg. Wirklich nur eine professionelle Beziehung? Also, es ist gar kein Geheimnis, dass ich inzwischen auch mit Kathi Guttenberg privat befreundet bin. Das macht es mitunter einfacher, dem Gegenüber ein paar Dinge sehr deutlich zu sagen. Und was ich von seinem Krisenmanagement gehalten habe, das habe ich ihm überaus deutlich gesagt. Aus Freunden können auch schnell Feinde werden. Hans-Olaf Henkel hadert nicht mit dem Blatt an sich, sondern kritisiert den Chefredakteur. Offensichtlich kann Bild Minister stützen und stürzen. Und wenn Bild das verantwortungsvoll macht, dann ist es auch in Ordnung. Aber wenn die Zeitung in die Hände eines Mannes gerät, der meint, er würde über Wasser gehen können, dem der Erfolg, der offensichtlich da ist, zu Kopf gestiegen ist, dann wird's gefährlich. Zur linksalternativen und bildkritischen Tageszeitung Taz hat der Bildchef mittlerweile ein eher bizarres Verhältnis. So unähnlich sind die sich in ihrer Kreativität gar nicht. Wenn man mal die Tage vergleicht, wo uns beiden große Würfe bei der Formulierung von Schlagzeilen gelungen ist. Wir sind Papst. Am gleichen Tag hat die Taz was gemacht? Oh Gott. Und als die Bild-Zeitung nach der Wahl von Angela Merkel zur ersten Bundeskanzlerin titelte Miss Germany, hat die Taz gemacht? Es ist ein Mädchen. Weniger lustig fand Diekmann, dass die Taz ihm vor Jahren auf ihrer Satire-Seite eine missglückte Penisverlängerung andichtete, in Anspielung auf sexistische Inhalte der Bild. Die Taz-Seite darf nun nicht mehr verbreitet werden. Mit diesem Witz über seinen Körper hat die Taz, haben die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen ihn wirklich getroffen. Und das hat er dadurch dokumentiert, dass er gegen die Taz geklagt hat. Schmerzensgeld bekam Diekmann nicht. Er habe sich, so das Gericht wörtlich, mit Wissen und Wollen in das Geschäft der Persönlichkeitsrechtsverletzungen begeben und müsse daher davon ausgehen, dass diese Maßstäbe auch für ihn selbst gelten. Gegen ein satirisches Relief am Taz-Gebäude, das seine Gesichtszüge trägt, geht Diekmann nicht vor. Ich bin inzwischen ganz begeistert, wenn ich immer sehe, welche Busladungen an Japanern und Koreanern dort ausgespuckt werden und die ganz begeistert fotografieren. Und meine Frau gibt auch immer den wichtigen Hinweis und jeder Zentimeter ist wahr. Super, herzlichen Glückwunsch. In der Hauptstadt heißt das Relief Pimmel über Berlin. Der Künstler jedoch legt Wert auf seinen wahren Titel. Friede sei mit dir. Konzernchefin Friede Springer als Schlangenbeschwörerin, die das Ungeheuer Bild-Zeitung bändigen und schlüpfrige Kränkungen stoppen könnte. Ich kann, wenn ich eine Satire über die Bild-Zeitung mache, natürlich nichts Geschmackvolles abliefern. Wie soll das gehen? Und ich glaube, wenn man mal den Sinn verstanden hat von dem Relief, dann findet man es auch nicht mehr so furchtbar. Peter Lenk hat einen Namen als satirischer Chronist. Er nimmt sich die grünen Politiker Fischer und Roth vor. Und Kai Diekmanns Freund, CSU-Politiker Karl Theodor zu Guttenberg. Bild berichtet über den Künstler, kritisch und falsch. In einer Figur, die anlässlich des Papstbesuchs 2010 in Konstanz aufgestellt wird, glaubt Bild, Papst Benedikt zu erkennen. Nur, er war es nicht, es war ein Gaukler.
Der Künstler fordert eine Gegendarstellung. Und es gab ja dann auch einen Vorfall noch. Ein Minister hat mich dann angerufen. Ich möchte doch dafür sorgen, dass ich die Gegendarstellung nicht mache. Und ich habe aber dann gesagt, ich mache das nicht. Ich brauche diese Gegendarstellung. Und ja, sie würden einen sehr positiven Artikel machen. Und dann habe ich gesagt, der ist ja noch schlimmer. Ne? Der hängt mal, pardon, der hängt mir wie Scheiße dann am Bein. Also das muss nicht sein. Und habe das durchgesetzt, diese Gegendarstellung. Politischer Aschermittwoch der CSU in Passau. Auch er hätte allen Grund, mit Bild zu hadern. Horst Seehofer hat seine Liebesaffäre politisch überstanden, trotz eines Dauerfeuers von Bild. Im Machtkampf um den CSU-Vorsitz wurden 2007 privateste Informationen zur Waffe. Bild hatte Seehofer 24 Stunden vor der Veröffentlichung gewarnt, damit er seine Frau informieren kann. Mit Bild reden wollte Seehofer trotzdem nicht. Über seine Affäre verlor er die Wahl zum Parteivorsitz. Ein anderer wurde vorerst CSU-Chef. Ich glaube nicht, dass sowas Zufall ist, dass da natürlich auch immer Dinge lanciert werden, dass Dinge durchgestochen werden. Aber ich glaube, kein Zufall war, sondern das war eher der Natur geschuldet, dass es einen zeitlichen Zusammenhang gab zwischen der Tatsache, dass dieser Machtkampf just zu dem Zeitpunkt passierte, als seine Freundin von ihm ein Baby erwartet hat. Ob das Horst Seehofer in diesem Zusammenhang so geplant hat, das müssen Sie vielleicht Horst Seehofer fragen. Nein, aber dass natürlich an dieser Stelle im politischen Bereich auch immer mit Tricks gearbeitet wird, das wissen Sie, das weiß ich, das wird Sie nicht überraschen. Davon leben Journalisten am Ende ja auch, dass wir Informationen gesteckt bekommen. Seehofer hat es durchgestanden. Langfristig hat es ihm nicht geschadet. Jemand, der bayerischer Ministerpräsident werden möchte, der CSU-Chef werden möchte und sich zu diesem Zwecke regelmäßig mit seiner gesamten Familie ohne Not unter dem Kruzifix zu Hause fotografieren lässt, um aller Welt zu demonstrieren, was für ein guter bayerischer Katholik er ist, der muss sich eben dann auch die Überprüfung dieser Inszenierung gefallen lassen. Das ist das, was Journalisten tun müssen. Heute will Horst Seehofer nicht mehr darüber reden. Sonntag, 18. März. Vor dem Reichstag wartet das Volk auf den neuen Bundespräsidenten Joachim Gauck, den Nachfolger von Christian Wulff. Als Wahlfrau der CDU die Eigentümerin der Springer AG, Friede Springer. Smalltalk mit Horst Seehofer, als wäre nichts gewesen. Die Affäre Wulff macht ihn nachdenklich. Wir brauchen im Grunde eine mächtige Presse, die Macht kontrolliert. Das würde ich nie in Frage stellen. Das wäre nicht auszudenken. Es geht halt dann um solche Bereiche, wie wir sie jetzt erlebt haben, wo man manchmal den Eindruck hat, dass das Jagdfieber alles andere überstrahlt. Viele Politiker, auch in hohen Ämtern, fürchten Bild. Aber nur wenige sprechen offen darüber. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, gibt es Leute in Berlin, in der Berliner Republik, die sich auch fürchten vor Zeitungen wie der Bild-Zeitung? Das kann ich mir gut vorstellen, insbesondere wenn es um persönliche Enthüllungen geht, wo ja auch mal die bürgerliche Existenz mitgefährdet werden kann. Politisch betrachtet muss man darauf aufpassen, dass man eine freie Presselandschaft hat, dass die Pressefreiheit gewährleistet wird, dass sie aber nicht die politische Arbeit übernimmt, denn dafür ist sie weder gewählt, also nicht legitimiert, und vor allem sie ist auch niemandem dafür verantwortlich. Sex, Verbrechen und Enthüllungsgeschichten gehören seit 60 Jahren zu den Konstanten der Bild-Berichterstattung. Anderes hat sich selbst aus Sicht von Kritikern geändert. Wenn ich vergleiche, wie Bild eine permanente Hetze gegen Einwanderer betrieben hat, Schlag auf Schlagzeile, ja, die Asylantenflut, nicht? Falschberichterstattung, nicht? Diffamierend, bis dann letztlich diese Brandstiftung auch in Taten umschlug und die Morde in Mölln, in Solingen Menschenleben kostete, da schwenken sie um. Das ist heute nicht mehr zu erkennen. Wenn es um die Verteidigung des deutschen Wohlstands geht, greift Bild aber immer noch gern zu Feindbildern. Beispiel Griechenland.
Die Kampagne, die war ja, wenn ich das bildlich übersetze, so: der Chefredakteur Kai Diekmann nimmt das Schwert in die Hand, springt sozusagen auf den Kabinettstisch in Berlin und sagt, folg mir, wir werfen jetzt die Griechen aus der Eurozone. So, das war im Prinzip, ganz knapp gesagt, der eigentliche Kern der Kampagne von Bild. Bild hat als eines der ersten großen Medien schon im Frühjahr 2010 die Gefahr einer Staatspleite benannt. Aber sieht so die sachliche Analyse eines deutschen Leitmediums aus? Es ging so weit, dass wir teilweise wirklich den Eindruck hatten, uns wirklich so wirkte, als ob die bei Bild nicht mehr wussten, dass die Einwohner Griechenlands Griechen heißen und nicht Pleitegriechen. Die haben also wirklich immer wieder Pleitegriechen geschrieben. Es gibt im Print über 50 Artikel und online über 150 Artikel, in denen dieses Wort Pleitegriechen auftaucht und eben nicht bezogen irgendwie jetzt auf eine Regierung, die missgewirtschaftet hat oder sowas, sondern bezogen auf alle Einwohner dieses Landes. Muss man das als Boulevardzeitung machen? Müssen Sie diesen Ton auch so setzen? Also zunächst einmal sind wir ja tatsächlich, wie Sie es beschrieben haben, eine Boulevardzeitung. Das heißt, wir sind in unserer Sprache direkter und deutlicher und auch lauter. Und es gehört ja auch zum Kern einer Boulevardzeitung, zum Markenkern, dass sie provoziert und dass sie auch polarisieren will, dass sie zur Auseinandersetzung eben die Leute bekommen will. Und das geht mit dieser klaren und mit dieser deutlichen Sprache. Diese klare und deutliche Sprache kommt an. Macht Bild so Politik? Oder spricht die Zeitung den Lesern aus der Seele? Wenn sie pleite sind, sind sie pleite. Dann haben sie die EU-Richtlinie nicht eingehalten und dann gibt es nichts. Ich kann auch nicht beim Nachbar gehen und fragen, ob er mir mal Geld gibt, wenn ich pleite bin oder nicht mehr zahlen kann. Bild hat ja über Wochen und Monate berichtet, in Griechenland würden Luxusrenten bezahlt werden. Die Durchschnittsrente in Griechenland beträgt um die 800 Euro. Die Griechen gehen nicht früher in Rente. Sie gehen faktisch zeitgleich, faktisch mit wie die deutschen Arbeitnehmer in Rente. Aber dies ist über Wochen behauptet worden. Das hat man übernommen. Und ich denke, das ist das Gefährliche an solchen Kampagnen, dass dann andere Medien, andere politische Akteure es sehr schwer haben, überhaupt diese Informationen, die dann von Bild verbreitet worden sind, fälschlicherweise zu korrigieren. CDU-Parteitag in Leipzig im Herbst letzten Jahres. Bild ist schon da und an Bild geht kaum einer vorbei. Manch einer nimmt sie nur verschämt. Auch hier hat die Griechenland-Kampagne Spuren hinterlassen. Die Basis traut sich, das deutlicher auszusprechen als viele Spitzenpolitiker. Politik wird unter Druck gesetzt durch solchen Journalismus. Das ist schon schwierig, den Menschen das klarzumachen. Man merkt es immer, wenn die Bild-Zeitung so zu einer gewissen Art von Hetzkampagne aufruft, dass es dann doch auch Folgen hat in der realen Welt. Ich habe die Erfahrung gemacht, man muss notfalls die richtige Überzeugung, wenn sie denn was taugt, auch gegen solche Kampagnen durchsetzen können. Man darf vor Kampagnen nicht zu schnell kapitulieren. Kapitulation vor der Pleite-Griechen-Kampagne? Oder bereits überwunden geglaubte deutsche Überheblichkeit? Jetzt auf einmal wird in Europa Deutsch gesprochen. Einen Tag später. Frau Kanzlerin, falls ich darf, heute in der Bild-Zeitung steht: Was wollen die Engländer eigentlich noch in der EU? What do the Brits still want in the EU? Was halten Sie von dieser Schlagzeile? Bild hatte sich den Satz von Volker Kauder zu eigen gemacht. Zur Abwechslung geht es jetzt gegen die Briten. Gerade in der Griechenland-Geschichte ist das ist absolut, absolut unverantwortlich. Absolut unverantwortlich, wie da wirklich in ein Duett aufgeführt wird. Auf der einen Seite hat die Bild-Zeitung das angefangen und es ist aber sekundiert worden von Politikern, die dem Affen Zucker gegeben haben sozusagen. Das war ein schreckliches Zusammenspiel. Bild hat Politik gemacht von Anfang an, nicht immer gelungen übrigens. Sie hätten gerne den Strauß zum Bundeskanzler gemacht, es gab eine breite demokratische Gegenöffentlichkeit. Sie hätten gerne den Gutenberg anstelle der Merkel gehabt, auch nicht geschafft, dank Internet und kritischer Blogger.
Das heißt, sie sind inzwischen auf der Verliererseite. Bild wollte, dass Deutschland nicht einen Euro zahlt an Griechenland. Bild ist gescheitert. Das heißt, sobald wir auf der Ebene der harten politischen Entscheidungen sind, zeigt sich in der Tat, dass Bild auch ein zahnloser Tiger ist. Ihre Millionenauflage macht Bild stark. Aber sie hat nur so viel Macht, wie Politiker ihr einräumen. Mit 60 will die Bild seriöser werden. Ist sie nun altersmilde und zahmer geworden? Oder ist die neue Bild doch die alte geblieben? Ganz schwer zu beurteilen. In manchen Bereichen haben sie sich verbessert. Und manchmal denken wir auch, boah, jetzt ist irgendwie, wir haben was erreicht und irgendwie Bild ist gar nicht mehr so schlimm. Und dann kommt halt wieder eine Geschichte, wo wir dann davor sitzen und denken, wow, doch, sie können das immer noch. Und vielleicht können sie es sogar noch schlimmer, als sie es vorher gemacht haben. März 2012. Im Rathaus der belgischen Stadt Lommel ist ein Trauerraum eingerichtet. Die Angehörigen können hier ihre Kinder gedenken, die bei einem Busunglück ums Leben kamen. Die Fotos ließ der Bürgermeister aufstellen, für das persönliche Gedenken vor Ort. Bild zeigt diese Fotos der toten Kinder auf Seite 1 und macht ihre Gesichter nicht, wie hier, unkenntlich. Doch, das war wichtig, ist auch richtig, um ein Gefühl von der Dimension der Tragödie zu vermitteln. Und das war auch deshalb richtig, weil es abgesprochen war mit dem Bürgermeister des Ortes, aus dem die Kinder kamen. Das haben wir vorher abgeklärt. Wie machen das die belgischen Zeitungen? Werden sie es so machen? Werden sie es so veröffentlichen? Und dann waren die Bedingungen, dass wir keine Namen schreiben dürfen, aber ansonsten diese Bilder auch in Belgien so gezeigt werden würden und wir sie deshalb auch so zeigen könnten. War es wirklich so abgesprochen? In der Stadtverwaltung von Lommel erinnert man sich anders. Der Bürgermeister dementiert sogar schriftlich und durch seine Sprecherin auch vor der Kamera. Hat er die Fotos also nicht freigegeben? Nein, ganz sicher nicht. Er hat von Anfang an, von der ersten Pressekonferenz im Rathaus an, alle Medien darum gebeten, auch an der Schule keine Fotos zu veröffentlichen, weil die Eltern von Beginn an darum gebeten hatten, ihre Privatsphäre zu respektieren und keine Bilder ihrer Kinder oder der Lehrer zu veröffentlichen, die die Kinder auf der Reise begleitet hatten. Es war ja wirklich ein Ereignis, was tief betroffen gemacht hat. Und ich glaube, dass insbesondere unsere sehr würdevolle Darstellung, wie ich fand, doch die Dimension der Tragödie sehr eindringlich gemacht hat. Waren die Eltern denn gefragt worden? Ja, weil die Eltern dem Bürgermeister diese Fotos zur Verfügung gestellt haben. Können Sie denn ausschließen, dass die Eltern direkt die Veröffentlichung in der Bild-Zeitung genehmigt haben? Absolut. Sie waren nicht glücklich, die Fotos ihrer Kinder in den Zeitungen zu sehen oder im Fernsehen. Sie waren sehr traurig. Morgen gibt es eine neue Bild. Und übermorgen und überübermorgen. Am 23. Juni, zum 60. Geburtstag der Zeitung, wird jeder ein Gratisexemplar im Briefkasten haben. Ob er will oder nicht.